Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Einen schönen guten Abend von meiner Seite. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und auch für Ihre Geduld. Mir ist vorweg wichtig, eines festzuhalten. Die Wahlkommission hat heute das gesamte Prozedere der Mitgliederbefragung der SPÖ 2023 unter Wahrung der Anonymität für korrekt befunden, und zwar sowohl den digitalen als auch den postalisch eingegangenen Bereich mit den Stimmzetteln. Wir haben alles nach bestem Wissen und Wissen überprüft und konnten einstimmig feststellen, dass der Prozess korrekt war. Zum Zweiten darf ich verkünden, dass wir auch ein Ergebnis haben, und das lautet wie folgt. Wahlberechtigt für die Mitgliederbefragung der SPÖ 2023 sind gewesen 147.993 Personen. 107.133 Stimmen wurden abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 72,39%. Davon ungültige Stimmen konnten 181 festgestellt werden. Gültige Stimmen somit 106.952. Auf die Option 4, keiner der Kandidatinnen, entfallen mit 3,46%, 3.702 Stimmen. Auf die Option Genosse Andreas Babler entfallen mit 33.703 Stimmen, 31,51%. Auf die Option Genosse Hans-Peter Doskozil entfallen 36.019 Stimmen. Das entspricht 33,68%. Auf Genossin Pamela Rendi-Wagner entfallen 33.528 Stimmen. Das entspricht somit 31,35%. Die Wahlkommission hat somit nach bestem Wissen und Gewissen sowohl den Prozess geprüft als auch das Ergebnis einstimmig und mit persönlicher Unterschrift bestätigt. Dieses wird zur weiteren Behandlung an den Bundesparteivorstand weitergeleitet. Dieser tagt morgen Mittag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen guten Abend.